Ich war auch von Geburt an anders. Ich hatte das Down-Syndrom. Aber das Besondere daran, haben auch meine Eltern so gesagt, ich aß und trank genauso viel wie andere Babys. Manchmal sogar mehr. Und dann musste noch ein Teller her. Aber wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich jetzt bei der Verkehrspolizei arbeite und für mein Leben gerne Sport treibe, das werde ich euch jetzt in dieser kleinen Geschichte hier erzählen. Besonders, das war ich schon von klein auf. Besonders stur, sagte mein Vater. Besonders schnell lerne ich, meint meine Mutter. Das Lesen und Schreiben. Ich habe schon mit 4 die Kinderbücher studiert, meint meine Mutter. Ich selbst kann mich daran nicht mehr so genau erinnern. Aber meine Eltern. Denn im Laufe der Jahre haben sie mich als besonderes Kind lieben und schätzen gelernt. In der Schule war ich besonders aufmerksam und hörte genau zu, was die Lehrer sagten. Aber dafür wurde ich von den Mitschülerinnen als Streberin bezeichnet und geärgert. Manche nannten mich Brillenschlange, weil ich damals eine dicke Brille mit runden Gläsern trug. Vor allem in der 4. Klasse hatte ich es in der Grundschule besonders schwer, mich anzupassen. Ich fand kaum Freunde. Nur ein Mädchen wollte zu der Zeit mit mir spielen und meine Freundin sein. Als es mir traurig war, hat sie mich aufgemuntert. Das fand ich besonders gut. Denn ich konnte besonders gut lachen, das hat sie gesagt. Dann in der 5. und 6. habe ich dann doch noch ein paar nette Mitschüler gefunden, mit denen ich zum Beispiel Inliner gefahren bin oder zum Bad. Denn Schwimmen, das war schon immer eine meiner großen Leidenschaften. Wenn ich einmal im Wasser drin war, war ich nur schwer, da wieder rauszubekommen. Ich hörte auch gerne Rock- und Popmusik, interessierte mich für den Natur- und Umweltschutz und habe angefangen, diese Zeitung herauszubringen, die Hobby Club, die es jetzt schon 14 Jahre lang gibt. Ich habe auch Fälle gelöst als Hobbydetektivin, was mich immer noch interessiert, die Krimis. Da hat mein Bruder mitgemacht, wir haben eine Detektei gegründet. Besonders, ja, das war in meinem Alltag. Die ist ja behindert, haben Jungs in der Schule gesagt. Das fand ich als persönliche Beleidigung. Ich ging nämlich ab der 4. Klasse in die heilpädagogische Tagesstätte in St. Kunigund in Eldersdorf. Das ist bei der Nähe von uns, wo wir wohnen, in Erlangen-Büchenbach. Und wir, das sind meine Mutter, mein Bruder, mein Vater und ich. Dass ich besonders war, haben mir nur manche auf den ersten Blick angesehen. Aber es gab schon ein paar Punkte, was mich von anderen Kindern unterschied. Ich spielte nicht mit Puppen oder anderen Mädchen, lieber mit Jungs auf dem Fußballplatz. Hab mit meinem Bruder Gameboy gespielt oder auch mal ein gutes Buch gelesen. Und es hat ewig gedauert, bis ich meine ersten Schuhe ganz alleine zubinden konnte. Schleifen und Knoten waren nicht so mein Ding. Aber später in der Wirtschaftsschule, ab der 7. Klasse, habe ich dann die kaufmännischen Fächer gelernt und nebenbei diese Zeitschrift Verkauf. Und zum Beispiel an Freunde und Bekannte. Im Sommer 2005 habe ich die Wirtschaftsschule mit einer durchschnittlichen Note bestanden und die mittlere Reife geschafft. Denn meine besonders starken Ehrgeizen wissen diejenigen, die mich genauer kennen, auch zu schätzen. Und dass ich die Schule geschafft habe, darauf war ich wirklich besonders stolz. Denn besonders bedeutet für mich, nicht nur Fehler zu haben, sondern seine Schwächen zu erkennen und mit seinen Stärken zu leben. Ich kann mir zum Beispiel besonders gut Sachen merken, da sich das in meinem Kopf besonders gut einprägt. Oder ich sehe auch Details, die vielleicht andere übersehen. Und wäre ich unter anderem nicht besonders beharrlich gewesen, hätte ich meinen Job bei der Verkehrspolizei nie bekommen. Denn erst nach 5 erfolglosen Anläufen gelang es mir in einem 6. Bewerbungsgespräch endlich die Personalchefs von meiner Person zu überzeugen. Da ich die Texte fehlerfrei lesen und am Computer schreiben konnte, wurde ich dann doch im Schreibdienst der Verkehrspolizei im Rahmen einer Schwangerschaftsvertretung eingestellt.
Meine Eltern, Freunde und Kollegen sagen auch, dass sie es besonders schade fänden, wenn es Menschen wie mich künftig nicht mehr geben würde. Denn ich bin mit meinem Leben eigentlich besonders glücklich und zufrieden. Und dieses Lachen, was auch ich habe, steckt wiederum die anderen an.